Artikel 16. Jeder Mensch hat das Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen. Im November 2006 haben sich in Yogyakarta in Indonesien internationale Menschenrechtsexperten zu einer Konferenz getroffen und dabei die sogenannten Yogyakarta-Prinzipien entwickelt. 29 Stück, Nummer 24, lautet unter anderem: Die Staaten müssen, nicht können, nicht sollen, die Staaten müssen alle erforderlichen gesetzgeberischen, administrativen und sonstigen Maßnahmen ergreifen, um das Recht auf Gründung einer Familie ohne Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität zu gewährleisten. Dies gilt auch für den Zugang zu Adoption und medizinisch unterstützter Fortpflanzung. Die Einführung der Lebenspartnerschaft im Jahr 2001 war ein erster Durchbruch für Lesben und Schwule in Deutschland. Sie stattet gleichgeschlechtliche Paare mit vielen Pflichten und wenig Rechten aus. Die Niederlande, Belgien, Spanien, Südafrika und Kanada haben dagegen die Ehe für Schwule und Lesben geöffnet. Norwegen hat dies bereits ebenfalls angekündigt und der kalifornische Verfassungsgerichtshof hat im Mai die Ehe für Lesben und Schwule geöffnet und in seiner Begründung den simplen Satz geschrieben: Die Fähigkeit, einen Menschen zu lieben, hängt nicht von der sexuellen Orientierung ab. Die Urteilsbegründung bezieht sich übrigens ausdrücklich auf die Entscheidung desselben Gerichtshofs zur Abschaffung des Verbots von Mischehen zwischen Schwarzen und Weißen. Neben dem Recht auf Eheschließung brauchen wir dringend auch eine Modernisierung des Kindschaftsrechts. Lesben und Schwule hegen genauso den Wunsch, Verantwortung für Kinder zu übernehmen wie Heterosexuelle. Und sie können das auch.